Diese Schule hält mitten in der heißen indischen Wüste ihre Schülerinnen kühl. Und das auf eine ganz besondere Weise. Die Mädchenschule in Jaisalmer ermöglicht fast 400 Mädchen im ländlichen Indien im Alter von 5 bis 16 Jahren eine Schulbildung und schützt sie gleichzeitig vor der unerträglichen Hitze. Wie ist das möglich? Die intelligente Form und die Position des Gebäudes fängt den Wind so ein, dass er direkt in die Schule geleitet wird und die Temperaturen dort stark senkt. Außerdem haben die Klassenzimmer hohe Decken, sodass die Wärme hochsteigt und durch kleine Fenster entweichen kann. Inspiriert von alten Techniken zur Wassergewinnung sammelt das Dach und der Innenhof Wasser in der Regenzeit, um es für einen späteren Zeitpunkt zu verwenden. Und Solarpaneele auf dem Dach liefern Strom für die Beleuchtung und Ventilatoren und dienen gleichzeitig als schattiger Bereich, in dem die Kinder spielen können. Die Region hat eine der niedrigsten Alphabetisierungsquoten in Indien. Dank dem Gebäude und der gemeinnützigen Organisation CITA können die Mädchen jetzt in angenehmer Kühle ihre Zukunft gestalten. Denn